Hallo Community, wir sind's von Trader Online Video Julian. Tag. Und ich, der Micha. Ja, die Store-Events starten wieder nach 2 Jahren Pause im Trading Card Superstore. Unser Thema der News. Viel Spaß. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja, wie immer starten wir aber erstmal mit den Gewinnern. Also da herzlichen Glückwunsch. Wir haben unter euren Gewinnerkommentar des entsprechenden Videos Infos hinterlassen, wie ihr zu uns Kontakt aufnehmen könnt, um euren Gewinn abzuholen. Also schaut da bitte nach und macht das. Ja, auch zu diesem Video gibt es natürlich wieder eine Verlosung. Da nehmt ihr teil, wenn ihr den Kanal abonniert oder abonniert habt, das Video liked und kommentiert. Und von GameGenic gibt es diesmal eine Sideholder 100 plus X-Box, da passt also richtig viel rein. Und zweimal Marvel Champions Art Sleeves der Second Wave. Da gibt es also neue Motive, Spielmatten haben wir euch auch vorgestellt, also schaut da gerne mal rein. Da gibt es auch im Shop noch viel zu entdecken, aber auch viel Glück bei der Verlosung. Ja, eine weitere Verlosung läuft noch im Rahmen unserer Facebook-Aktion. Die ist auch cool, denn zu Straßen von Neu-Capenna, dem nächsten Magic-Set, machen wir eine Aktion. Je mehr von euch mitmachen, desto mehr gibt es zu gewinnen. Ein Draft-Booster-Display hauen wir garantiert raus. Aber wenn die Facebook-Aktion ausreichend Likes bekommt und wenn unsere Facebook-Seite ausreichend Likes bekommt, dann gehen noch bis zu 2 weitere Displays raus. Also teilt die Aktion, liked die Facebook-Seite, macht damit und dann klappt das. Ne? Ja. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, nächster Topic. Was ist passiert? Ja, war jetzt ja wieder ein bisschen Pause. Wir haben viel Kamigawa Neon Dynasty gezockt, ne? Aber im Rahmen unserer Full Power Decks, was für uns immer das Highlight einer Edition war, haben dann entsprechend hat Jenna ihr Verzauberungen Full Power Deck vorgestellt und du hast dein Samurai Full Power Deck vorgestellt. Ja. Ne? Also mit Zugriff auf alle Karten der Edition und die haben wir dann natürlich entsprechend auch gezockt. Da sind also dann auch nochmal die Kamigawa Full Power Deck Duelle 2 und 3 online gegangen. Da haben sich also dann die Samurais mit den Ninjas und den Verzauberungen gebettelt. Ne? Und da kann man auch nochmal sehen, wie stark wirklich die aktuellen Sets sind, ja, und was man da alles rausholen kann. Das ist schon der Wahnsinn. Also es macht auch wirklich Spaß, Kamigawa zu zocken. Sehr, sehr cool. Commander haben wir auch gezockt. Da aber jetzt wieder mit freier Deckwahl entsprechend. Gerrit wieder mit dabei und hat auch mega Spaß gemacht. Und ja, Gerrit hat da auch ganz gut performt, kann man so sagen. Ne? Kann man sagen, hat er so sein Ding gemacht. Ne? Ja, Frag den Judge 4 ist auch online gegangen. Da hat Patrick wieder Fragen rausgepickt rund um Magic the Gathering, die ihr ihm gestellt habt, ne? Und die ihr als zeigenswert erachtet. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Ihr könnt entsprechend auch immer wieder Fragen unter diesem Video stellen. Ja, dann haben wir als Lückenfüller, bevor die Challenger-Decks kommen, ne, die kommen jetzt ja nächstes Wochenende, haben wir gesagt, ja komm, wir zocken mal in den nächsten Duell-Streams mal Decks alt gegen neu. Ne? Da hattest du im Matchup 1 ja schon online gegangen, freie Deckwahl, ja, und hast mein altes Vintage-Küchentisch-Magic-Multiplayer-Deck dir rausgewählt. Aber das hat praktisch jede Karte nur einmal, aber da ist Lotus, Moxe, Time Walk, Time Twister, Power Nine sind da komplett alles drin. Drin, ne? Ja. Und da kann man, wenn, schaut gerne mal rein, weil da kann man nochmal sehen, wie Magic denn früher gespielt wurde, denn das Deck muss die Siegoption erstmal finden. Ja, und den Weg zum Sieg halt finden. Das ist ein anderes Magic, als wie man es teilweise heute spielt. Also auch sehr, sehr spannend. Hat mir auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, und dann gab es noch eine mega krasse Premiere auf unserem Kanal, denn Trader hat jetzt Flesh und Blood im Sortiment. Das ist ein international sehr aufstrebendes Trading Card Game, kommt aus Neuseeland, ist in Amerika schon krass durchgestartet, kommt jetzt langsam nach Deutschland rüber und wir bringen euch jetzt in Zusammenarbeit mit dem Hersteller und dem Distributor und GameGenic zusammen alle 14 Tage Infovideos, immer mit Verlosung. Also schaut da in das erste Video rein, da sind so allgemeine Informationen zu Flesh und Blood, zum neuen Sammelkartenspiel, die wir euch da geben. Verlosung läuft da auch noch, weil GameGenic droppt da richtig was raus, ne? Und entsprechend alle 14 Tage kommen da weitere Infos und auch Spielvideos werden natürlich auch später noch kommen, wenn der Store entsprechend öffnet. Das ist ja unser Thema heute. Ja, Twitch-Stream diesen Sonntag ab 14 Uhr werden dann aber entsprechend sein die Challenger Decks 2022 werden wir entsprechend dann zocken. Genau. Freue mich auch mega drauf, ne? Weil der Reese steht ja praktisch vor der Tür und dann werden wir das heiße Material direkt spielen. Aber dann kommen wir erstmal zu deinem Part, nämlich zu den Kommentaren der letzten News. Ja, genau, da haben wir eure Reaktion zu den letzten News. Straßen von Neu-Capenna. Von Herr Kittenkurmler. Am Anfang jeder Edition kann ich mich immer auf ein neues Intro mit tollen Kostümen freuen. Macht weiter so.
Fledermaus 16. Ich bin super hyped auf New Capenna. Die neuen Triome sind echt nice und anscheinend kann man viele Marken verteilen. Das gefällt mir. Freddy D. Bestes Intro seit langem. Freue mich sehr auf das Set-Thema. Hoffe auf viele Dämonen, Engel und düstere Mafia angehauchte Karten. Da muss ich ja nochmal zwischengrätschen. Also, das, viele haben geschrieben, super Intro und so. Ne? Mhm, ja. Aber einer hat geschrieben, dass Julian als Wölfi ist nicht zu toppen. Muss ich nochmal kurz sagen. Also das, okay. Und das Wolf-Kostüm war das einzige Kostüm, was ich mir selbst ausgesucht habe. Wollte ich nochmal kurz Alle anderen muss er immer tragen. Ja, ja. Genau. Sebastian H. Oh, nach den News freue ich mich mega auf die neue Edition. Ich finde die Rückkehr zu den dreifarbigen wirklich cool. Natürlich freue ich mich auch sehr auf eure Unboxings. Sebastian Reinhardt, wie immer super Video. Ich finde es dieses Mal auch echt super, dass Paper Magic den Pre-Release von Arena hat und macht. Den Pre-Release vor Arena, das ist nämlich vor neu. Vor Arena hat, ne? Genau. Und man schon mal eine Woche ohne Einflüsse die Karten zocken und erforschen kann. Das ist nochmal ein richtiges Highlight, weil man dann ja praktisch im Store, ne, einfach dann auf dem Pre-Release-Event die Karten zum ersten Mal in der Hand hat und spielen kann. Also der Visual Spoiler wird vorher zwar schon fertig sein, also man kann die Karten so gesehen lesen, aber man kann sie halt zuerst zocken, geht halt so gesehen erst im Store auf Pre-Release-Event. Genau. Und Robert 1, ich spiele jetzt seit etwa einem Jahr und mich hat Magic the Gathering richtig mitgenommen. Jeden Tag eine Stunde online oder am Tisch. Und eure Infos bzw. eure Duelle sehe ich immer gerne. Super. Freut uns mega. Ne? Also die Begeisterung auf Straßen von Neu-Capenna ist da. Ja. Ne? Manche sagen so ein bisschen, ja, mal abwarten, wie es so wird oder so. Aber das war ja bei Kamigawa Neon Dynasty genauso. Dass man sagt, weiß nicht so richtig mit dem Setup oder so. Ne? Aber es wird uns schon abholen. Also ne? Allein gerade auch, wenn es Richtung Multiplayer geht und so. Wir kommen gleich nochmal ein paar Informationen dazu zusammengefasst. Aber das wird schon rocken, Leute. Ja. Ne? Ja, im Newsblog, ich habe es gerade schon mal gesagt, Frag den Judge 4 ist online. Ne? Das heißt, unser monatliches Regelbeantwortungsvideo, unter dem ihr auch eure Fragen rund um Magic the Gathering an Patrick stellen könnt. Ne? Mit einem Hashtag, Hashtag Frag den Judge. Ne? Und dann tippelt er auch eine Antwort rein, beziehungsweise nimmt eure Frage mit der Antwort vielleicht sogar in Frag den Judge Video 5. Ne? Genau. Ja. Die Challenger Decks 2022 stehen vor der Tür, haben den Release am 1.4. Ne, wir haben sie euch in einem Video vorgestellt. Unboxings kommen jetzt. Ne, das ist also wirklich, dann freue ich mich schon richtig mega drauf, die anzuboxen. Denn die Decks sind der Burner. Ne? Ja. Also Listen haben wir schon veröffentlicht. 4 Decks sind da. Der Vorverkauf läuft. Ihr könnt sie einzeln kaufen oder aber als Setpreis noch mal günstiger. Unser Tipp ist definitiv, kauft sie alle zum Setpreis. Die Decks sind der Hammer. Vor allen Dingen, wenn ihr die Karten noch nicht habt. Oder ihr könnt das im Freundeskreis ja auch irgendwie zusammenschmeißen oder sonst irgendwas für die Spielerrunde oder so. Werdet ihr definitiv viel Spaß haben und die Karten sind einfach vom Value her super. Ne? Also von den Reprints, die da drin sind. Ja, Straßen von Neu-Capenna haben wir gesagt, kommt am 29.04.2022. Vorverkauf ist gestartet. Der Hersteller sagt, in den Straßen von Neu-Capenna des nächsten Magic Gathering Sets beginnt das goldene Zeitalter. Es streiten 5 mächtige Familien um die Kontrolle über die Stadt. Das wird also das Thema sein. Es gibt wieder Draft-Set-Sammler-Booster-Displays mit einem Boxtopper. Das ist nämlich nochmal ein Grund, weswegen ein Display mehr wert ist, als die einzelnen Booster lose zu kaufen. Ne, die Information hatten wir bei den letzten News noch nicht. Ne, und die werden entsprechend in Draft, Set und Sammler Booster Display drin sein. Was der Boxtop enthält, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber wir sagen es euch natürlich, sobald wir es wissen. Ne? Genau. Ja, vielleicht kriegt man ja auch die Triome in einer anderen Farbe oder so. Keine Ahnung, ne? Aber sie werden es auf jeden Fall schon cool machen. Ne? Ja, Themenbooster gibt es nur englischsprachig. Bundle wird es wieder geben. Das aber ohne Boxtopper, ist immer nur bei den Booster-Displays drin. Ja, wie gerade schon gesagt, 5 Commander-Decks wird es geben, immer 1 pro Familie. Ne, das werden ja wieder auch dann 3-farbige Commander-Decks sein. Ja. Auch dazu kommen die Detailinformationen später. Und es wird auch 5 Pre-Release-Packs geben, die ihr bei uns entweder random einzeln bestellen könnt oder jedes und dann einmal im Set. Ne, und die können wir euch auch beim limitierten Kontingent zum Pre-Release at Home am 22.04., also eine Woche vor dem Release, raussenden, wenn ihr das nicht mit anderen Artikeln mischt, die wir erst zum Release versenden dürfen. Also da könnt ihr euch, wenn ihr zu weit weg wohnt auch noch, oder kein Store in der Nähe habt, auch das Pre-Release nochmal nach Hause holen, um es dann da zu zocken. Ne? Anreiz haben wir nochmal gesagt, es gibt neue Full-Art Basic Lands, auch nochmal sehr, sehr, sehr stylisch. Ne? Und gespoilert wurden ja schon die 5 neuen Dreifachländer sowie die Triomländer in Ikoria, aber entsprechend halt andere Farbkombinationen. Das ist das, was jetzt bekannt ist. Ja, und ja, gerade nochmal spannend auch, dass ein entsprechender Boxtopper dabei ist. Das war, wie gesagt, auch nochmal eine super Information, weil
Das macht ja schon nicer. Ne? Stimmt, so, da ist was dran, ja. Ne? Und ich habe damals meine Displays auch mit einem Freund einfach zusammen teilweise geteilt, wenn wir die Kohle noch nicht hatten oder so. Also das kann man ja auch dann wirklich machen. Ne? So, unser Thema heute. Unser Hauptthema heute ist aber, dass ja nach 2 Jahren Pause die Store-Events bei uns im Trading Card Superstore wieder starten. Und sie werden starten ab dem 22.04. Das ist nämlich der Pre-Release zu Neu Capenna. Genau. Ja. Freue mich schon mega drauf. Ne? Die Auflagen, welche Auflagen es geben wird, ob das irgendwie 3G ist oder keine Ahnung irgendwas oder so, ob es irgendwie Nachweise zu erbringen ist, die Informationen geben wir euch später. Wir wollen euch nur jetzt schon mal sagen, Leute, wir werden uns wiedersehen, ne? Events kommen wieder. Jetzt haben wir uns schon ein bisschen darauf vorbereitet. Es ist ja 2 Jahre Corona-Situation, hat sie ja schon auch zu einem Umdenken geführt, muss man ganz ehrlich sagen. Und wir hatten zwischenzeitlich die Pause genutzt und haben zum Beispiel unsere Spielfläche vergrößert. Das heißt, wir haben eigentlich Platz für mehr Spieler, haben aber dann jetzt gesagt, nee, wir möchten die Spieler weiter auseinandersetzen. Das heißt, trotz vergrößerter Spielfläche haben wir uns limitiert auf nur 32 Teilnehmer. Ne, dann hat jeder wirklich viel Platz. Man muss nicht das Gefühl haben, oh, ich sitze da irgendwie dicht an dicht mit dem anderen. Irgendwie, das ist vielleicht noch einfach nicht so Corona-konform. Ne, und man fühlt sich vielleicht auch unwohl. Und das wollen wir natürlich nicht. Ne, deswegen ist es entsprechend auf die Teilnehmerzahl limitiert. Corona-konformer, aber auch ein Tacken exklusiver, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne, deswegen, damit ihr auch teilnehmen könnt, sind unsere Programmierer schon die ganze Zeit kräftig dabei, ein System zu entwickeln. Das geht dann vorher auch noch online, dass ihr euch Tickets per Voranmeldung über die Webseite bestellen werdet können. Das dann voraussichtlich ab Mitte April, also auf jeden Fall vor dem Pre-Release. Also kein Stress, ne? Wir geben entsprechend auch da Bescheid. Ne? Es wird auch ein neues Kassensystem vor Ort geben, also wir machen das alles nochmal wieder neu. Ja. Und es wird auch ein neues Pizzasystem geben. Also weil das wollen wir uns ja alles erhalten, dass wir sagen, wenn wir zocken, dann haben wir auch eine richtig gute Zeit. Also das stimmt, auf jeden Fall. Ne? Was sich dann ja auch ändern wird, ist, dass wir wieder neue Twitch-Stream-Zeiten haben und auch von den Store-Öffnungen wird es dann ja wieder so sein, dass dienstags unser Yu-Gi-Oh! Abend ist. Freitags ist ganz klar wieder Friday Night Magic. Ne? Ja. Ansprechend. Samstags werden wir Sonderevents haben, wie zum Beispiel auch Commander. Ne? Und voraussichtlich werden wir mittwochs dann Flesh and Blood spielen, zumindest schon mal alle 14 Tage, weil das Spiel ist ja noch neu. Ne? Und das werden dann wohl auch die neuen Twitch-Stream-Zeiten werden. Da müssen wir mal gucken, also spricht auch da. Ist es so ein bisschen so mit einem etwas weinenden Auge sagen wir, okay, wir haben ja diesen Quarantäne-Stream jetzt so lange gemacht, wo wir praktisch als Familie euch da entsprechend unterhalten haben mit immer eigentlich nur einem Gast oder maximal 2 Gästen oder so. Genau. Und jetzt kriegen wir unser Wochenende wieder, dass wir sagen, okay, sonntags ist dann mal frei nach 2 Jahren. Ne? Aber wir sind natürlich nicht weg. Also sprich, auch wir werden entsprechend immer noch mal wieder in den Events auftauchen, in den Streams auftauchen, werden hier auftauchen. Ne? Eigentlich kommt ja nur mehr dazu. Und das Spannende ist, dadurch, dass der Trading Card Superstore jetzt ja für Events aufmacht, könnt ihr daran teilnehmen und ihr könnt unser Team treffen und uns treffen und ihr könnt Teil der Streams sein. Das ist ja nochmal richtig cool. Ne? Also das ist auch nochmal ein bisschen, was diese Exklusivität auch unterstreicht, dass wir sagen, wir hängen hier alle ab. Ne? Also das ist dieses, kommt dann wieder vorbei, wir freuen uns auf euch. Ne? Diese lange Pause ist vorbei. Es wird zwar, denke ich mal, irgendwie noch immer noch ein bisschen so Corona-behaftet sein. Zum Beispiel, weiß ich nicht, ob man die Maske auflassen muss oder ob man freiwillig abnehmen darf. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das klären wir da alles noch vorher. Das wird dann bei den Tickets entsprechend auch mit dabei stehen, beziehungsweise wir sagen es in den News. Aber genau. Ich bin eigentlich schon mal wirklich froh, dass dann diese lange Pause jetzt sich langsam wieder lockert. War eine sehr lange Pause. Ja. War eine sehr lange Pause, war aber auch eine super Reise, ist auch weiter eine super Reise. Ne? Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie eure Feelings sind zur Store-Wiedereröffnung, zum sich wieder treffen bei uns, bei Trader im Trading Card Superstore. Ne? Dann sind wir entweder vereint und feiern entsprechend wieder zusammen Sammelkartenspiele. Und dieses wir feiern und leben zusammen Sammelkartenspiele, das bringt mich noch zum Abschluss unseres Videos zu einer absoluten Mega-Danksagung. Denn wir müssen doch wirklich nochmal sagen, vielen herzlichen Dank an euch alle für das viele Lob, das wir die ganze Zeit bekommen. Das zeigt uns wirklich, dass wir hier das Richtige machen. Ab und an wird ja auch schon mal eine Frage nach Autogramm gestellt, zum Beispiel auch extra von Gerrit oder so, was ich auch richtig cool finde. Ne? Und viele finden auch Yugi Dirk richtig cool. Ne? Ja. Und das zeigt ja auch, dass wir das alles zusammen machen. Also Trader
fungiert da so als Plattform für die Spieler, für die Hobbybegeisterten im Endeffekt. Und wir sind einfach dieser Sammelpunkt entsprechend dann da, ne? Und leben das und lieben das alle. Und wenn ihr mal, auch die Anfragen kommen ja ab und zu, ne? Wenn ihr mal eine Autogrammkarte von uns haben wollt, dann schreibt das einfach in die Bestellung, in das Bewerbungsfeld rein. Und dann bekommt ihr immer eine unterschriebene Karte von uns oder so, ne? Das haben wir also auch schon öfter jetzt mittlerweile. Stimmt, und, ja. Und ich muss ja sagen, was total Hammer ist, was jetzt quasi die nächste Epoche dann irgendwie aufmacht oder so. Also ne, ihr müsst das jetzt nicht machen. Ich wollte sagen, wir feiern das total. Also das Yugi-Team hat schon mal eine Fanpost gekriegt mit so einem coolen Yugi-Cap irgendwie drin. Und wir, praktisch das Trader Magic-YouTube-Team, hat jetzt nochmal bam, nochmal ein richtig fettes Paket gekriegt mit Süßigkeiten, mit einem sehr netten, lieben Brief ne, von Kai Nisi. Und der hat dann total gerockt. Ne? Denn er hat eine Trader Magic-Karte gebastelt, die alleine ist schon der Hammer. Wir sagen, Junge, wir feiern dich, du bist so cool. Und alle im Team haben total abgerockt, denn er hat einen Song mitgeschickt. Und der ist so der Hammer, dass wir sagen, ey, das haben wir noch nicht erlebt, wir feiern das alle. Und deswegen müsst ihr den mit uns feiern. Wir alle lieben Sammelkarten, wir danken Kai Nisi und das ist der Song. Freunde, was geht ab? Mein Name ist Kai Nisi und das hier sind ein paar Bars für TraderOnline.de, dem geilsten Kartenhändler in ganz Europa. Nisi. Okay, herzlich willkommen bei Deutschland Center Nummer 1. Ein Familienunternehmen, das Generationen vereint. Wir sind Trader, bei uns hier ist jeder daheim. Egal ob Sammler oder Spieler, hier sind alle vereint. Hier spielen Rookies gegen Champions in der Friday Night. Also schnapp dir dein Deck und komm einfach vorbei. Das Alter ist egal, denn ob jung oder alt, hier ist jeder dabei, der die Leidenschaft teilt. Wir bieten Drafts und Turniere an und haben nebenbei Deals am Start, bei denen keiner widerstehen kann. Egal ob online oder auch bei uns im Store. Zudem mit Content auf YouTube oder Social Plattform. Du willst die geilsten Karten und das zum besten Preis. Du musst nicht lange suchen, schau einfach bei Trader rein. Seit 1994 gibt's seit 24/7 Leidenschaft und Liebe für deine Kartenspiele. Ob Display oder Booster, Bundle oder Zubehör, wir haben wirklich alles hier, was dein Sammlerherz begehrt. Bei uns gibt es alles, um als Challenger zu starten, Trader, denn mit uns hast du gute Karten. Hör auf das Herz der Karten und will das richtige Deck. Pass es für dich an und hau die Konkurrenz weg. Doch egal wie gut du bist, zeig dein Gegner Respekt. Denn Competition heißt doch Fairness und im Endeffekt lernst du aus Niederlagen, egal wie hart sie sind. Und manchmal wirst du merken, dass die Taktik nicht stimmt. Also wieder dran gesetzt, mach das Deck perfekt. Hau noch paar Zauber rein, damit doch dein Konter fetzt. Und egal was du brauchst, wir sind immer für dich da. Das ist Trader. Konkurrenzlos bis zum Schluss, findest immer was du suchst hier bei Trader. Du willst die geilsten Karten und das zum besten Preis. Du musst nicht lange suchen, schau einfach bei Trader rein. Seit 1994 gibt's seit 24/7 Leidenschaft und Liebe für deine Kartenspiele. Ob Display oder Booster, Bundle oder Zubehör, wir haben wirklich alles hier, was dein Sammlerherz begehrt. Bei uns gibt es alles, um als Challenger zu starten, Trader, denn mit uns hast du gute Karten.